Hamster richtig halten. Ein Vortrag der Hamsterhilfe Österreich. Vorgetragen von Martina Umlauft. Und dann gibt es noch diverse Zwerghamsterarten. Es gibt diese Zwerghamster, die eher so ein bisschen mittelgroß sind. Das sind typischerweise, kennt man da den Dschungan. Etwas seltener sind die Campbells. Und es gibt aber sehr viele Mischlinge zwischen den beiden, die sogenannten Hybriden. Okay. Das tut ihrer Niedlichkeit keinen Abbruch. Diese Hybriden sind aber leider etwas krankheitsanfälliger und man muss vor allen Dingen bei der Ernährung ein bisschen besser auf die aufpassen. Die sind nämlich dann diabetesanfällig. Dann gibt es den Roborowski-Zwerghamster, das ist überhaupt die kleinste Hamsterart auf der Welt. Und dann gibt es noch den chinesischen Streifenhamster. Der kann etwas besser klettern als die anderen Arten, hat auch ein etwas längeres Schwänzchen. Ist sonst ähnlich zu halten wie die anderen Arten. Das sind die vier Arten, die in der Heimtierhaltung gehalten werden. Es gibt noch einige andere Hamsterarten, die typischerweise nicht in der Heimtierhaltung gehalten werden. Bei uns in Österreich gibt es als Wildtier außerdem den Feldhamster und als Besonderheit in Wien, es gibt sogar Feldhamster im Stadtgebiet von Wien. Die sind als Kulturfolger eingewandert ins Stadtgebiet, weil Wien sehr grün ist. Und man findet sie, man kann sie im Sommer am Abend in vielen Parks und Grünanlagen beobachten. Oft geben die Leute halt dann irgendeine alte Wurstsemmel hin und das ist nicht gut für die Feldhamster. Und zweitens, wenn zu viele irgendwelche Futter- oder Essensbestände da herumliegen in den Wiesen, dann lockt man auch sehr leicht Ratten an. Und dann vermehrt sich die Rattenpopulation und dann sind die Hausverwaltungen auch gesetzlich verpflichtet, dagegen vorzugehen, mit Gift oder Fallen oder was auch immer. Und das ist dann wieder schlecht für die Feldhamster. Deswegen bitte einfach beobachten, fotografieren gerne, aber sonst lieber in Ruhe lassen. Wenn man etwas für die Tiere tun möchte, reden Sie mit Ihrer Hausverwaltung und besprechen Sie mal den Plan, wie oft die Wiese gemäht wird in Ihrem Hof, dass man den zum Beispiel nur halb so oft mäht und dass man halt auch Unkraut stehen lässt und das nicht so wie ein Golfrasen betreibt, sondern wirklich wie eine Wiese. Das tut auch anderen Wildtieren gut, also angefangen von Igeln oder irgendwelchen Eichhörnchen bis hin zu eben wilde Bienen, Hummeln und Schmetterlinge. Es gibt sehr viel Info über die Feldhamster, auch eine Verbreitungskarte zum Downloaden auf der Homepage von der Stadt Wien. Und man kann auch Sichtungen melden. Ja, also wenn man einen sieht im Hinterhof, kann man das gerne melden. Ja, wenn man ein verletztes Tier gefunden hat, was man vielleicht angefahren hat oder was aus Versehen, sie laufen leider sehr oft auch auf die Parkplätze herum, am gescheitesten ist es, bei der MA60 anzurufen. Okay, kommen wir zu unseren Haustierhamstern. So typischerweise das Bild, das Image, was man immer noch im Kopf hat, das ist halt so ein kleines, günstig zu haltendes Tier, was man irgendwie für Kinder kauft. Und das ist aber eigentlich grundfalsch. Warum? Hamster sind halt hauptsächlich dämmerungs- und vor allen Dingen nachtaktiv. Gerade der Goldhamster ist eher nur, kommt oft erst nach 10 Uhr abends heraus. Und das ist, das Kind hat nichts davon, verliert schnell das Interesse, wer kann es ihm verübeln. Wenn ich immer nur einen leeren Käfig pflege, wird es mir auch bald fad werden. Ja? Sie wollen auch nicht sehr gerne gestreichelt werden unbedingt. Sie werden schon zahm und viele lassen sich auch streicheln, aber sie sind halt nicht so diese super Kuscheltiere, die den ganzen Tag geliebkost werden wollen. Weil sie Fluchttiere sind und wenn man sie von oben so greift, das ist für sie, als ob die Eule auf sie herniederstößt. Generell sind Hamster, was man oft nicht denkt, man sieht halt oft diese Käfige, die sind so drei Stockwerke hoch, so relativ kleine Grundfläche, drei Stockwerke. Das ist auch so dieses Typische, was man oft sieht. Das passt überhaupt nicht zu Hamstern. Sie sind Bodentiere, sie sind eigentlich keine Klettertiere. Sieht man auch daran, dass ihr Schwänzchen gar so kurz ist. Und deswegen, sie brauchen viel Grundfläche. Und was machen sie in der Natur? Sie graben sich einen Boden in die Erde. Das heißt, sie brauchen auch entsprechend hohe Einstreu, um dieses Buddelverhalten ausleben zu können. Und anders als viele andere Nagetiere, also Farbmäuse, Farbratten, mongolische Rennmäuse,
Meerschweindeln, Hamster bitte einzeln halten, nicht als Gruppen halten. Wir kriegen immer wieder zerbissene Hamster, weil dann irgendwelche Gruppenversuche gescheitert sind. Ja. Und dann haben die Leute zwei gekauft und dann auf einmal, ja, was tun wir jetzt mit dem zweiten, die haben sich zerstritten. Okay, für wen ist das jetzt ein gutes Tier? Gar nicht für Kinder, sondern wirklich super eigentlich für Berufstätige, die nur abends Zeit haben, weil der braucht mich nicht am Tag, der muss nicht Gassi, der vermisst mich auch nicht, der schlaft. Und am Abend, wenn ich dann heimkomme und ich auch Zeit habe für das Tier, kann ich es beobachten, kann ich es füttern, kann ich es in Auslauf setzen und so weiter. Sie sind sonst von der Haltung her nicht wirklich teuer, so einmal die Grundanschaffung 100 bis 150 laufende Kosten sehr gering. Brauchen auch keine vorgeschriebenen Impfungen oder ähnliches beim Tierarzt. Tierarzt ist nur notwendig, wenn das Tier krank sein sollte. Okay, braucht nicht so wahnsinnig viel ein Hamster, aber so bitte nicht. Was sieht man bei diesem Käfig? Erstens, er ist viel, viel, viel zu klein. Ja? Also das Tier kann da kaum 4 Körperlängen weit drinnen laufen. Dann da im Hintergrund, ne? Gitterbimmer nicht, da. Diese Laufräder, diese Gitterlaufräder sind sehr gefährlich. Die Tiere können sich die Haxen brechen, sie können sich einzwicken, sie können sich Blasen laufen auf die Füße. Das Häuschen da aus Plastik ist auch nicht atmungsaktiv, kann abgeknabbert werden, kann splittern. Es ist, keine Ahnung, 2 cm Einstreu drin, da kann sich kein Hamster einen Bau anlegen. Das Streu ist nicht dafür da, dass der Schad wie ein Händler misst, sondern dass er sich wirklich Gänge graben und einen Bau graben kann. Okay, wie sollte es jetzt so sein? Wir vermitteln als Hamsterhilfe Goldhamster auf mindestens 1 Meter mal 40 cm und die Zwerghamster mindestens auf 80 cm mal 40 cm. Oder größer. Und viele glauben, meine Güte, das ist für so ein kleines Viecherl so viel Platz. Das ist überhaupt nicht übertrieben, das ist in Wirklichkeit ist das sehr klein. Weil die Tiere sind sehr aktiv, das sind nicht Reptilien, die halt sonnenbaden die halbe Zeit und nur auf ihren Wärmestein liegen. Die laufen herum und sie sind aber eben nachtaktiv. Das heißt, selbst wenn ich im Auslauf gehe am Abend, ja, das sind vielleicht 2 Stunden Auslauf, aber dann muss ich auch schlafen gehen. Und dann ist er nachher in seinem Käfig drinnen und sollte sich dort entsprechend beschäftigen können. Weil wenn sich der im Käfig fadisiert, weil er einfach so klein ist und gar keine Einrichtung reinpasst und nichts, dann fängt er nachher an Stereotypien, der fängt an Gitterknabbern, das macht dann Lärm, ist schlecht für die Zähne und ist einfach keine moderne, gute Tierhaltung. Es gibt da auch einiges an Studien drüber. Gerade die Goldhamster sind sehr gut erforscht, da gibt es 5 oder 6 Doktorarbeiten drüber. Ergebnis von diesen Arbeiten wird für Goldhamster sogar in Gehege mit 1 Quadratmeter oder mehr empfohlen. Lässt sich nicht für jeden machen. Ja. Und Einstreutiefe empfehlenswert wäre für Goldhamster sogar 50 cm. Sie haben in der Natur ihre Bauten in einer Tiefe zwischen 50 cm und 1 Meter. Ja. Wirklich anlegen kann einen Bau ab ca. 30 cm Einstreuhöhe. Auf jeden Fall sollte das Tier ein Laufrad haben. Es sollte halt nur ein sicheres Laufrad sein. Ein Sandbad haben. Über Zwerghamster gibt es leider nicht so viele publizierte Forschung. Es gibt aber vom Deutschen Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft ein Gutachten und da wird für Zwerghamster wird ein Minimum von 1,5 Quadratmeter empfohlen. Also viel größer als was man so früher gemacht hat und gedacht hat. Hier haben wir jetzt ein Beispiel für ein gutes Gehege. Das ist eine Vitrine eigentlich vom Ikea und die ist einfach auf den Rücken gelegt und beim Zusammenbau halt die Glastür, was vorne war, weggelassen, durch einen Gitterdeckel ersetzt. Man sieht da im Vergleich, der Noah ist ein Zwerghamster als Größenvergleich. Okay, Laufrad habe ich erwähnt. Wie schaut jetzt so ein gutes Laufrad aus? Es muss auf jeden Fall einmal groß genug sein vom Durchmesser. Goldhamster mindestens 25 cm Durchmesser, besser 30. Zwerghamster 20, besser 25. Warum? Sonst läuft das Tier nämlich so und biegt sich zum Kringel. Und das, erstens tut ihnen das weh, die können dann auch tatsächlich Bandscheibenvorfälle und ähnliches bekommen.
Und wenn es ihnen zu sehr weh tut, dann laufen sie auch gar nicht mehr da drin und fangen an, irgendwelchen anderen Unsinn zu treiben, eben wie zum Beispiel Gitter knabbern und sonst wie randalieren. Die haben auch ein hohes Laufbedürfnis, man kann das mit dem Tacho messen, man kann ein Tacho am Laufrad anbringen und sehr viele Halter haben das schon gemessen, so 5 bis 15 Kilometer laufen die in der Nacht. Deswegen großer Durchmesser, damit die Wirbelsäule in einem natürlichen Haltung gehalten werden kann. Dann kein Schereneffekt, also nicht vorne beim Ausstieg auch noch eine Strebe, dass er sich nicht einzwicken kann, und eine geschlossene Fläche, auf der er laufen kann, also nicht diese Sprisseln. Früher hat man geglaubt, es gibt Laufradzucht, gibt es nicht, also auf jeden Fall ein Laufrad anbinden. Okay, kommen wir zum Häuschen, das ist der zweitwichtigste Einrichtungsgegenstand. Das sollte aus Holz sein, hier habe ich auch ein Beispiel mitgebracht. Was wichtig ist, ist ein abnehmbares Dach. Warum? So kann ich das Nest kontrollieren, ohne dass ich es zerstöre. Wenn ich immer das ganze Haus hochnehmen muss, dann zerfällt nämlich das Nest und es ist immer zerstört. Was auch wichtig ist, was wir empfehlen, mehrere Kammern, weil so sind die Bauten in der Natur, die legen mehrere Kammern an. Die haben eine Klokammer, die haben eine Nestkammer. Und die nutzen dann auch das Klo. Also man hat dann auch den Vorteil, dass der Käfig sonst eigentlich nicht verdreckt wird. Man muss sonst weniger reinigen. Man muss einfach das Klo jeden Tag ausputzen. Und als Niestmaterial, wir empfehlen nicht die Hamsterwatte, sondern einfach Toilettenpapier, unparfümiert, ohne Aufdruck, ganz normal dieses billigste weiße. Weil das Problem bei der Watte ist, es ist zwar immer jetzt schon voll verdaulich, aber das zieht halt so Fäden und das kann sich um die Pfötchen wickeln und kann die Pfötchen abschnüren. Und da kann auch, es sind immer wieder Unfälle, dass Pfötchen dann auch tatsächlich absterben, der Hamster nachher auf einmal nur mehr drei Beine hat. Ist nicht so lustig. Okay, hier haben wir jetzt auch noch zwei schöne Gehegebeispiele. Da sieht man bei dem Gehege da oben, der Laserpointer. Da sieht man hier sehr viel Einstreu, das sind 40 cm, da kann der Hamster wirklich sein Bau graben. Das da hinten, der kleine braune Fleck, ist übrigens der Zwerghamster zum Größenvergleich. Ja. Das ist ein umgebautes IKEA-Regal. Man sieht auch sonst einiges an Einrichtung da drin, man kann sich da sehr gut bei der Terroristik bedienen. Zum Beispiel alle möglichen Korkröhren, Korkdosen, Korkstücke verwenden. Man kann hier diese Weidenbrücken gut verwenden. Was auch immer recht gut ist, irgendwo ein Stein im Gehege, dass sie drüber rennen und die Krallen abwetzen. Da sieht man das Sandbad, da sieht man in dem Kreis, sieht man fast nicht, ist der Zwerghamster. Alle möglichen Holzsachen, Birkenholz, hier Korkstück, hier Weidenbrücke, das ist ein Stein. Da haben wir die Tränke, hier ist Terrarienerde, Terrarienmoos, Streu mit Heu gemischt. Das ist ein Nagergras oder Katzengras. Also man kann sich da richtig austoben und das auch im Grunde wie ein Terrarium halt für ein Säugetier einrichten. Ja. Okay, zusätzlich zum Käfig sollte man dann auch Auslauf geben. Das ist auch dann das, wo man am besten mit dem Hamster interagieren kann. Am besten ein abgetrennter, gesicherter Bereich in der Wohnung, gerade bei den Zwerghamstern. Würde ich es nicht einfach so in der Wohnung laufen lassen, weil der ist irgendwann weg und kann sich auch verletzen oder so. Das ist ein Auslauf ungefähr 2 Meter mal 1 Meter. Da sieht man, das ist ein Zwerghamster da, der den gerade benutzt. Kann man mit allen möglichen Spielzeug da bestücken. Korkröhren sieht man da, Korktunnel. Da hinten, das ist so ein Bonbonglas mit Chinchillasand drinnen, Sandbad, Wurzeln aus der Terroristik. Birkenholzverstecke, Kokosnussverstecke und so weiter. Also vielfältige Möglichkeiten. Und die Wände von dem sind einfach billige Schrankrückwände. Das ist so, was man im Baumarkt als Hartfaserpappe kaufen kann. Kostet echt wenig. Mit Klettverschlüssen von außen zusammengemacht, kann man nachdem der Hamster gelaufen ist, wieder zusammenfalten, kann so unter dem Bett oder in einem Schrank irgendwo verstauen, nimmt keinen Platz mehr weg. Und das Spielzeug gebe ich alles in eine Kiste, stelle es in den Schrank. Und bei diesen Gitterausläufen dagegen ist immer das Problem, die meisten Hamster haben sehr schnell heraus, wie sie da drüber kommen und dann ruckzuck sind sie weg und dann muss ich echt die ganze Zeit wie ein Haftelmacher aufpassen und kann dazwischen nicht einmal auf die Toilette gehen. Deswegen
besser glatte Wände aus Hartfaserpappe oder dünne Sperrholz oder so selber bauen. 40 cm hoch für Zwerghamster, weil sie können erstaunlich gut springen auch. Und mindestens 50 für Goldhamster. Okay, Futter. So sollte ein gutes Futter aussehen. Ich gebe jetzt kein Rezept oder so, aber es sollte halt kein Zucker, Honig oder Melasse enthalten und es sollte auch nicht so ein reines Pelletfutter sein, sondern es sollten natürliche Bestandteile sein. Goldhamster und Zwerghamster brauchen unterschiedliches Futter. Goldhamster eher große Getreidesorten, Zwerghamster eher kleine Saaten. Zusätzlich sollte auf jeden Fall im Futter auch, da sieht man das, Mehlwürmer, tierisches Eiweiß drinnen sein, das können auch gern Steppengrillen sein. Man kann, wenn es einem nicht graust, kann man auch die Grillen oder die Mehlwürmer lebend füttern. Die meisten Leute mögen das nicht so. Okay, und was ist nun die Hamsterhilfe? Die Hamsterhilfe ist ein Verein, 2010 gegründet, und wir kümmern uns erstens um Aufklärung und Beratung, wie man Hamster gut halten kann, nämlich so, dass es auch Tier und Mensch eine Freude macht. Oder weiters nehmen wir Hamster auf, die aus irgendeinem Grund nicht mehr gehalten werden können, und vermitteln diese dann an gute Plätze. Wie kommt es dazu? Viele glauben halt oft, dass, ja, wo kommen denn so alte Hamster her? Komme ich gleich noch drauf zurück. Wir finanzieren uns über Spenden, Mitgliedsbeiträge, Schutzgebühren bei der Abgabe. Aber wir sind eben kein Tierschutzhaus mit einem Geschäftslokal und so weiter, sondern ein Verein aus kleinen Pflegestellen, die diese Pflegehamster wie ihre eigenen halt halten. Da hat man halt ein zusätzliches Gehege zu Hause, wo der Pflegehamster drin wohnt. Okay, die Pflegetiere, die sind dann auf unserer Homepage aufgelistet und man kann dann ganz einfach einen Antrag stellen. Wir schauen uns halt an, wie ist das Gehege, was sie anbieten würden. Ist es okay, ist es groß genug, ist es gut eingerichtet? Und dann wird nach Absprache, wird der Hamster dann gegen eben diese Schutzgebühr vermittelt. Die Schutzgebühr dient halt dazu, dass wir unsere Kosten abdecken, wenn das Tier vorher gefüttert und gehalten wurde und vielleicht irgendwie auch mal zum Tierarzt musste oder so. Teilweise haben die Tiere, wenn wir sie übernehmen, Parasiten, oder muss halt dann dagegen vorgegangen werden. Wir haben auch nicht nur alte Hamster, im Gegenteil. Ja. Es ist leider so, dass sehr oft Leute ungeplante Trächtigkeiten haben. Die kaufen ein schwangeres Weiberl oder da büchst das Männchen aus und geht beim Weiberl in den Käfig rein. Ja. Und Hamster haben sehr viele Nachkommen. Ja. Und wenn man dann auf einmal dasteht als normaler Halter und statt einem oder zwei Hamstern auf einmal 14 hat, dann wird es ein bisschen problematisch. Und dann kommen die Leute zu uns und dadurch haben wir oft, sehr oft Jungtiere in der Vermittlung, die 2 Monate erst alt sind oder so, weil es halt die Leute dann nicht wissen, wohin damit. Also es ist nicht so, dass bei uns die Hamster alle schon 1,5 Jahre alt sind und da haben wir nichts mehr davon. Und ebenso nehmen wir halt Hamster auch auf. Wer einen Hamster abzugeben hat, aus egal welchem Grund, dass er ihn nicht mehr halten kann, kann sich an uns wenden und wenn wir Plätze frei haben, nehmen wir die auf. Wir kaufen sie aber nicht frei, weil das könnten wir finanziell auch gar nicht leisten. Ja, das war es eigentlich dann schon so im Schnelldurchgang, einmal Hamsterhaltung. Wenn weitere Fragen bestehen, würde ich Sie einladen, kommen Sie zu uns auf den Stand. Wir haben ganz viel Infomaterial und freuen uns auf Ihre Fragen. Wenn Sie Beratung brauchen, sind Sie gerne gesehen. Vielen Dank.